In Burma, das offiziell Myanmar genannt wird, gibt es 135 anerkannte Minderheiten. Doch eine gehört nicht dazu, die Rohingya. Das Wort Rohingya bedeutet Einwohner von Rohing im Rohingya-Dialekt. Rohing wiederum ist der ursprüngliche Name des Bundesstaates Rakhine, auch Arakan-Staat genannt, in dem heutzutage die meisten der 1 bis 1,3 Millionen Rohingya leben. Es gibt Belege, dass die Rohingya schon seit dem 8. Jahrhundert in Rakhine ansässig sind. Aber die burmesische Regierung sieht das anders. Sie behauptet, dass die Rohingya illegale Einwanderer aus Bangladesch seien und verweigert ihnen deswegen die Staatsbürgerschaft. Diese Entscheidung hat große Auswirkungen auf den Lebensalltag der Rohingya. So benötigen sie beispielsweise einen Passierschein, um sich in Burma fortzubewegen, oder auch eine Erlaubnis zum Heiraten. Die Diskriminierung der Rohingya ist kein neues Problem. Das burmesische Militär putschte sich 1962 an die Macht und baute eine Diktatur auf, in der Minderheitenrechte massiv eingeschränkt wurden. Erst 2015 wurde in Burma zum ersten Mal wieder eine zivile Regierung gewählt, bei der die Nationale Liga für Demokratie, NLD, unter Führung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gewann. Bereits während ihres mehr als 20 Jahre andauernden Hausarrests war Aung San Suu Kyi zum Symbol der Hoffnung in Burma geworden. Mit dem Wahlsieg versprachen sich viele eine positive Wende in Burma. Doch Aung San Suu Kyi als de facto Chefin der ersten zivilen Regierung Burmas setzt die Rohingya-Politik der Militärjunta fort. Sie verneint Berichte von Menschenrechtsverletzungen und verbietet die Verwendung des Begriffs Rohingya. Jetzt hat sich in den vergangenen Monaten der Konflikt zugespitzt. Als im Oktober 2016 unbekannte Bewaffnete drei Grenzposten überfallen, reagierte die Armee mit einer Strafaktion gegen Rohingya-Dorfbewohner. Laut Augenzeugen haben Militärs auf der Suche nach Aufständischen ganze Rohingya-Dörfer attackiert und wahllos Dorfbewohner erschossen. Innerhalb von 4 Wochen wurden 192 Mädchen und Frauen vergewaltigt. Ein im Dezember 2016 durchgesickertes Video zeigt Polizisten, die mehrere Rohingya-Männer misshandeln. Weitere Berichte sprechen von willkürlichen Verhaftungen und der Zerstörung von Hunderten von Gebäuden. Bewohner und Menschenrechtsorganisationen haben Sorgen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit geäußert. Zehntausende Rohingya sind seit dem Ausbruch der Gewalt in die Nachbarländer Bangladesch, Malaysia, Indonesien und Thailand geflohen. 65.000 allein nach Bangladesch, davon 22.000 in der ersten Woche im Januar 2017. Doch die Behörden in Bangladesch verweigern den Flüchtlingen die Aufnahme und verletzen dadurch internationales Völkerrecht. Das führt dazu, dass die Mehrheit der Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch sich im Untergrund verstecken muss, um nicht abgeschoben zu werden. Durch die massive Diskriminierung, Verfolgung und die Blockade der Nachbarländer sind die Rohingya für Schmuggler- und Menschenhändlernetzwerke höchst anfällig. Sie müssen den Schmugglern hohe Geldsummen bezahlen, um in überfüllten Booten in die Nachbarländer zu kommen. Opfer von solchen Netzwerken durchleben grausame Erfahrungen, wie beispielsweise körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt, sowie Hunger und Dehydration. Aung San Suu Kyi wird wegen ihrer Rohingya-Politik von vielen Staaten kritisiert. Auch Nobelpreisträger protestierten mit der Bitte, eine Tragödie zu verhindern. Aus diesem Grund setzt Aung San Suu Kyi 2 Kommissionen ein, die die Vorkommnisse in Rakhine untersuchen und dauerhafte Lösungen für den Konflikt finden sollen. Eine internationale Kommission unter der Leitung von Kofi Annan und eine nationale, geführt von ehemaligen hochrangigen Militärs. Letztere soll ihre Ergebnisse schon in Kürze präsentieren, während die Ergebnisse der Annan-Kommission erst im August 2017 erwartet werden. Beide Kommissionen wollen nicht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen, doch viele Zeichen deuten auf einen Genozid hin. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte, Yang Yili, brachte wiederholt ihre Besorgnis über die Situation der Rohingya in Myanmar zum Ausdruck. Dafür musste sie mit dem Druck buddhistischer Hardliner rechnen. Was kann für die Rohingya getan werden? Die Situation der Rohingya bedarf eines zweifachen Ansatzes. Einerseits muss es eine humanitäre Lösung geben. Hilfsorganisationen brauchen einen uneingeschränkten Zugang zum nördlichen Rakhine-Staat sowie zu Rohingya-Flüchtlingen in den Nachbarländern Burmas. Andererseits muss die burmesische Regierung eine politische Lösung finden, um das Vertrauen zwischen ihnen und den Rohingya aufzubauen. Ein erster wichtiger Schritt wäre es, die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Rohingya aufzuheben. So würden sie vom Rand der Gesellschaft weggeholt und ihre Not gelindert werden. Zudem muss das Gesetz über Staatsbürgerschaft von 1982 aufgehoben werden, denn dann wären die Rohingya als Bürger des Landes anerkannt und hätten endlich die gleichen Rechte wie jeder andere Staatsbürger auch. Created using Powtoon.